Moin Moin Kinos und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind ja mal noch auf Ranoch und versuchen den guten Admiral Chorus? Auf jeden Fall irgendeinen koreanischen Typ mal zu retten. So, mehr müsst ihr nicht wissen. Wie gut, dass ich hochgegangen bin. Oder vielleicht auch nicht. Ein bisschen Bergen, ein bisschen Munition. Mein total geiles neues Gewehr. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hutt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Nicht bewegen. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Chorus uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn. Sagen Sie, Jona, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hutt, was Runoch. Auf zu diesem Turm. Ah, das ist schon sehr, sehr traurig. Wenn man überlegt, das war deren Heimat und jetzt ist mittlerweile können die noch nicht mal ohne Schutzanzug da drauf. Okay, da sind zwei. Trotzdem sind sie Arschlöcher. Ich meine, gerade die Typen, die halt wirklich diesen Krieg forcieren. Aber gut, wenn ein Großteil der Zivilisten nicht dafür ist, dann. Okay. Ich liebe es. Kriegt aber trotzdem mal ein Kampfdröhnchen. Schade, dass ich den nicht getroffen habe. Hallo? Ach Mist. Könnt ihr wohl nicht sehen? Ja. Immer schön umschauen. So, wo sind die? Da ist noch. So, rücken wir ein bisschen vor. Vor allem auch mal ein bisschen Munition einzusammeln. Und diesen. Um diesen Töppen da von dem Geschütz wegzubringen. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Doch. Sie sollten das Geschütz bemannen, Shepard. Oh ja, das wäre, ja. Das möchte ich gerne. Oh ja. Wiederum. Oh shit. Il Kommandante. So, gerade jetzt bin ich überhitzt.
Okay, das Ding ist gut. Wenn ich den scheiß Kommandanten mit ein paar Schüssen wegmachen kann. Holen wir uns das letzte. Geh an der Tür! Voll geil. Nee. Hier wollte ich doch nicht hin. Nee, ich wollte hier hin. Okay. Also, das ist ja ganz praktisch. Das war wohl nicht so gut. Das war wohl auch nicht so gut. Ich liebe dieses Gewehr, ne? Hab ich das schon gesagt? What the fuck? Tali läuft doch nicht einfach so hin. Ah. Ja? Ich würde sagen, ich gehe mal wieder an das Geschütz. Tali, du kannst gerne anfangen, ne? Muss ich dich da hinschubsen, oder? Na, ich überprüfe mal, ob wir hier noch irgendwelche Gegner haben. Oh, was ist denn hier? Nichts Besonderes, okay. Also irgendwas ist doch hier ganz schön broken, würde ich mal sagen. Ich schaue mich aber trotzdem mal um, ob hier noch vielleicht ein paar Gifs sind. Gif? Ja, aber hier bin ich ja, von hier bin ich ja gekommen. Ja, irgendwie ist sie deaktiviert, also das ist ein bisschen merkwürdig. Wir suchen jetzt mal Trick 17. Schnell speichern, schnell laden. Oder vielleicht muss ich da wieder hin? Ah, okay. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. In Ordnung. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er automatisch dahin geht, weil es auch ein bisschen so aussah, aber gut. Wo seid ihr? Oh nein, eine überhitzte. Beziehungsweise Munition leer. Das will ich auch hoffen. Oh ne, wir haben Pyros hier. Ich glaube, das war's, ne? Ne, war's nicht. Aber egal. Oh shit. So, ich würde sagen.
Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Alter, ey. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Oh ja. Quick. Admiral, wir müssen uns beeilen. Ich sehe. Voll cool, ey. Oh, ich lad mal nach. Geth, hinter ihn! Gehen Sie in Deckung! Shit. Nein! Okay. Willkommen an Bord. Na, das hat doch super geklappt. Meine Crew, vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Tja. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Und schon gut, wir können die Geth vernichten. Als ob, ey. Höchste Zeit, die Geth von den Reapern zu trennen und diesen Wahnsinn zu beenden. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Zen hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja, es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung.
Commander, ich habe ihre Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen sie wieder los, wie beim letzten Mal. Diesmal ist es anders. Wenn wir unseren Schiffen nicht eine Pause verschaffen, werden wir sie verlieren. Dann ziehen sie sie zurück. Dann fallen uns die Gef in die Flanke und wir verlieren jeden Spielraum. Ich brauche die Patrouillenflotte. Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Nun gut, alles Weitere sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, denn jetzt gibt's mal richtig Butter bei die Fische und hoffentlich können wir halt die Geth auch von den Reapern trennen. Das wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft und ich habe auch das Gefühl, dass die Geth doch durchaus bereit sind, uns auch zu unterstützen. Also wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir, also das ist zumindest mein Gedanke, wenn wir nicht nur die Quarianer auf unsere Seite bekommen im Kampf gegen die Reapers, sondern vielleicht auch die Geth. Wäre ja ganz praktisch. Aber gut, das und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.